So, hallo, wir machen weiter. Aus Gründen kontrolliere ich kurz, ob wir Bild haben. Wir haben Bild. Bei I Wanna Maker. Ist schon ein bisschen her wieder. Wir waren irgendwo bei diesem Weekly Dings stehen geblieben. Jetzt ist jetzt die Frage, ob wir da weitermachen oder ob wir uns mal wieder in unsere Playlist begeben. Wir haben in der Playlist auch noch ein paar Level drin. Und ich will ja auch noch weitere Level dann von euch sozusagen spielen. Also ich habe ja euch in der Dings, in dem Folgedings drin. Das heißt, ich kann da jederzeit was raussuchen. Und ja, ihr habt natürlich auch recht, ich sollte den Geburtstagshut aufsetzen. So. Dafür ist er da. Gut. Haben wir einen Geburtstagshut. Weekly Mix waren wir stehen geblieben. Ich gehe mal kurz rein. Das war dann die. Die mit dem, genau, die da hier. Und da sind wir theoretisch stehen geblieben bei dem Rocket Level. Genau, da haben wir noch I Wanna Reach the Riegel. Und Big Blue. Oha! Das sehe ich jetzt erst. Und die Blue Coin Challenge 2 von Echo Mask. Das sehe ich ja jetzt erst, dass du da drin mit vorkommst. Oha, ja moin. Okay, wir gehen mal kurz hier rein. Aber ich sehe schon hier an der Schwierigkeitsstufe, das wird wahrscheinlich eher nix. Ne? Oh, 2 Minuten 19, Hilfe. Aber wir gucken mal. Anschauen kann man es ja immer. Kostet ja nix. Ne? So, erstmal rausfinden, wo ich bin. Ich spring mal. Da oben. Okay. Gut, hab mich schon mal gefunden. Erste Challenge geschafft. Das tötet mich? Nee. Das ist einfach... ist da. Ich kann nicht doppelspringen. Aber war da ein Stern am Anfang? Nee, ich kann einfach nicht doppelspringen. Okay. What? Ah, jetzt kann ich mich einmal supporten. Oh, und ich muss das auch noch steuern, wohin ich mich porten will. Wahrscheinlich muss ich mich dann durch das Ding... Ja. Oh, das war tot. Da oben war tot. Möp. Oh, das ist... Oh, es ist umständlich, das erst umzustellen, wohin das soll. Oh Gott. Weil wenn ich das nicht ordentlich mache, dann porte ich mich wahrscheinlich in die Wand rein. So. Und nü? Ach so, ich muss da hoch jetzt wahrscheinlich. Oh, ich hab's verstanden. Jetzt müssen wir den Weg hier zurückgehen. Oh Gott, der Sprung wird ja fies. Ja, war ich da nicht ab. Oh. Und dann müsste ich mich hier runterporten. Und dann bin ich beim Save Point. Oh Gott, aber das ist. Oh, dass man das selber umstellen muss, ist fährig. Ja, aber der Anfang geht eigentlich fit. Der Sprung wird halt, wie gesagt. Yes! Oh Gott, kein Quatsch jetzt machen. Nice. Sehr nice. Ersten Teil geschafft. Jetzt kann ich normal springen, ne? Ja.
Hier müsste ich so drüber kommen. Ja, aber so komme ich halt wieder da hoch, aber dann habe ich es ja nicht mehr. Dann ist es ja weg. Bis rüber komme ich nicht. Ah, das darf nicht zugehen. Ich muss also irgendwie hier durchkommen, ohne dass es zugeht, oder was? Aber das geht sofort zu. Ach, das geht nach einer Weile zu. Oh, F. Muss ich einfach schnell sein dann? Ja, okay, alles klar. Oh Gott. Nice. Okay. Das müsste ich einfach so einsammeln dürfen, ohne dass irgendwas schief geht. Dann verliere ich hier wieder meinen Doppelsprung. Scheiße. Ah, verdammt. Das ist jetzt echt kein schwieriger Sprung. Ach, macht es wegen dem Patio dieses Geräusch? Das würde passen. Oder ist das Zufall? Oder ist es in der Stage einfach so? Ich glaube, das macht wegen dem Patio das Geräusch. Kann das sein? Haben die Hüte Einfluss auf das Geräusch beim Tod? Oder ist... Oh mein Gott. Oder ist das jetzt hier nur Zufall? Aber es würde passen. Das klingt so nach Party. Nach so einer Tröte. Es würde passen. Ich werde jetzt diesen Sprung hier schaffen. Das ist der einfachste Sprung des Levels und ich verhau ihn. Es ist ein kurzer, kleiner Sprung nur. Der ist doch nicht schwierig. Ist das meine Ernte? Unfassbar. Unfassbar, oder? Ja, okay. Jawohl! So, jetzt habe ich aber nur noch einen normalen Sprung. Oh, das heißt... Oh! Kann ich mich so quer da hoch... Ja, das geht. Das war nicht ganz so günstig. Okay. Scheiße. Dieser Sprung, dieser kleine Sprung, als ob der irgendwie schlimm wäre. Als ob der irgendwie schlimm wäre, ne? So. Thank you.
So. Schräg stellen. Oh, das wird allerdings... Oh, das wird sehr... Oh, das wird brut... Oh, das wird sehr unangenehm da oben. Weil jetzt bin ich hier gelandet, aber jetzt ist... Jetzt ist Feierabend. Hier durch wird unangenehm. Oh, dadurch wird es sehr unangenehm. Ich glaube, an der Stelle bin ich raus. Ich glaube, an der Stelle bin ich raus. Wenn der Sprung direkt nach dem Checkpoint kommen würde, okay, aber... weiß nicht, ob ich immer wieder bis dahin spielen will und 5000 Mal an dem Sprung dann scheitere. Das ist kein schöner Sprung. Ah, fuck. Never mind. War das Zufall oder krieg ich den wieder hin? Kritisch. Kritisch. Ach, dieser scheiß Ehrgeiz. Es funktioniert leider nicht, als ich gesagt habe, wenn ein Level mir zu schwer ist, lasse ich es halt und wir spielen was anderes. Ich will jetzt leider weitermachen. Oh nein! Habt ihr das gesehen? Das Ding da drüben geht auch zu. Ich bin zu langsam. Ich muss nicht nur hier schnell sein. Ich muss insgesamt schnell sein. Das da drüben geht auch zu. Jetzt ist es noch fast offen. Und jetzt... Oh Gott! Oh Himmel. Als ob's nicht schon schwer genug... Och, nee. Als ob's nicht schon schwer genug wäre. Also ich glaube, den Riegel getten wir nicht. Oh fuck. Ich lern's aber auch nicht. Ich lern's nicht. Ich muss nach da drücken. Immer beide Male nach oben. Nach oben ist nach rechts. Nach unten ist nach links. F. Oh, jetzt bin ich auch noch unter Zeithektik. Das ist natürlich alles sehr unangenehm. Ja, es muss halt praktisch alles auf Anhieb funktionieren. Wenn man alles auf Anhieb gut hinkriegt, denke dann kommt man da wirklich ganz gut durch. Oh, Mama! Muss ich jetzt nochmal schnell sein oder muss ich jetzt wirklich nur da unten durchkommen? Oh, ich muss nur da unten durchkommen, da ist der nächste Safe. Da ist der nächste Safe. Oh Gott, ich will jetzt nicht... Oh nein. Ich will jetzt nicht draufgehen.
Wie muss ich da am besten runterspringen? Wie springe ich da am besten runter? Wie springe ich da am besten runter? Nein! Scheiße. Aber jetzt bin ich... Jetzt bin ich wieder angefixt. Jetzt will ich auch weiterspielen. Weil es doch... Doch funktioniert. Oh mein Gott. Okay, es funktioniert. Man muss einfach sich ein bisschen Zeit geben. Dann kriegt man so Zeug auch hin. Gut, dass ich nicht aufgehört habe. Gut, dass ich nicht aufgehört habe. Gut, dass ich nicht aufgehört habe. Das wäre einer der größten Fehler wieder gewesen. Ich habe keinen Doppelsprung. Ich habe vergessen, dass der Doppelsprung weg ist. Jetzt sehe ich das Problem. Okay. Jetzt sehe ich das Problem bei dem Sprung. Aber ich habe zum Glück bei dem Sprung Zeit und kann mich da in Ruhe sozusagen orientieren. Aber jetzt sehe ich das Problem bei dem Sprung. Ich habe keinen Doppelsprung. Ich wollte nämlich mich sonst so fallen lassen und dann nochmal ansetzen. Das geht gar nicht. Ich muss da in einem Stück durch. Ich muss da in einem Stück durchfallen. Okay. Also dann halt so. Huh. So, what now? Ah, ich habe immer noch keinen Doppelsprung. Ah, ich komme jetzt nicht hier hoch, weil ich den Doppelsprung nicht habe. Okay, ich muss also... Ja, wait, aber hier rum kann ich ja auch nicht. Ich muss darüber kommen. Wie hoch komme ich da? Wie hoch springe ich da? Ich muss darüber kommen. Ich komme da nicht rüber. Komme ich darüber? Nee. Ist von der Höhe her nicht machbar, oder? Oh, jetzt sind die... Hä? Jetzt sind da drüben die Steine weg. Musste ich sterben, dass die Steine weg sind? Die Steine sind einfach weg. Ich musste sterben, dass die Steine weg sind, ne? So ein Ding ist das. Okay. Verstehe und dann kriege ich meinen Doppelsprung zurück. Hm? Ja, weil jetzt ist der Alarm wieder aus. Okay, es ging vorhin nicht. Also, man konnte eigentlich gar nicht weitermachen, weil die Steine hier waren. Das ist ja auch witzig. Man muss zwischendurch sterben. Okay. Okay, so. Jetzt habe ich den. Okay. Okay, verstanden. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Bis zum nächsten Save Point kommen wir auf jeden Fall. Der ist zum Glück wirklich sehr schnell wieder da jetzt. Das ist okay. Das ist okay. Na, schade, aber kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin? Alles gut. Alles gut. Nur kein Stress. Ich weiß halt nicht, was hier noch alles kommt, aber bisher möchte ich das Level weiterspielen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Und sagt nicht, der soll aufhören. Gut, wenn ihr das sagt, dann dürft ihr das Video natürlich auch einfach ausschalten. Dann hört ihr auf. Ach ja. So. Nein. Ich bin halt einfach neugierig, was noch alles kommt. Und ich möchte es schaffen. Ich möchte es schaffen. Klar, wenn wir solche Level spielen, dauert es halt das ganze Video und dann kommen wir nicht zu anderen Sachen. Ich weiß, es gibt noch ganz viele von euren Leveln und so weiter, ne? Ich werde mir die alle mit der Zeit angucken. Davon könnt ihr ausgehen. Ich spiele die alle durch. Also, an sich müsst ihr mir auch gar nicht unbedingt noch Vorschläge schreiben, weil ich sowieso alles mir anschauen möchte. Ich bin da sehr neugierig, was ihr gebaut habt. Klar gibt es vielleicht Level, wo ihr sagt, das wollt ihr nicht, dass ich das spiele, weil ihr es selber nicht so gut findet, weil es vielleicht eines der früheren Level ist. Aber ich werde sowieso alle mit der Zeit durchklicken. Wenn wir, also je nachdem, wie lange das Projekt läuft, ne? Nicht jetzt mich beim Wort nehmen und sagen, hey, du hast aber nicht alle Level gespielt in einem Jahr. Keine Ahnung. Weil es sind ja teilweise, sind die Playlists schon enorm lang. Aber ich bin halt sowieso auf jedes Level neugierig.
Also ihr könnt gerne vorschlagen, aber nicht böse sein, wenn ich es dann verpeile, das zu berücksichtigen und einfach irgendwas anderes aufnehmen. Ah, nein! Okay, das ist nochmal ein Sprung am Schluss, der ist nochmal ein bisschen kritisch. Überlege gerade, ob man es irgendwie anders, aber nee, man muss schon, glaube ich, eben wirklich da hoch und dann mit Doppelsprung da rein. Ich denke, anders geht's nicht. Das wird die Lösung sein. Ja, aber besser. Aber besser halt. Ach. Ach. Nein. Wir kommen da viel zu selten durch noch. Nein. 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 Ah, das war dumm. So. Nice. Oh, yes. So. Und jetzt muss ich... Aua. Ich denke so. Ich denke, das könnte funktionieren. Ja, das könnte funktionieren. Da drüben ist dann der nächste Save Point. Oh, das ist ein ganzes Stück bis dahin. Nice. So. Okay, jetzt muss ich mit den Blöcken einfach mit. Okay. Nein. Okay. Ah, ich... Nee. Wie lange nehmen wir auf? 23 Minuten, okay. Ich denke, wir sind noch im Rahmen. Ah, oh, es ist kritisch, weil der eine kommt von unten schon weiter. Ich komme aber nicht schneller hinterher. Es ist schon kritisch. Kann man nicht sagen anders. Das ist ein ganz knappes Zeitfenster, was ich da habe. Aber jetzt sind wir so weit gekommen. Ich will jetzt nicht aufgeben an irgendeiner Stelle. Ich will jetzt eigentlich nicht... Also da müsste wirklich eine Stelle kommen, wo ich sage, nein. Wo ich wirklich hundertprozentig sage, nein, schaffe ich nicht. So eine Stelle müsste kommen und bisher habe ich die nicht. Bisher habe ich nur Stellen, die schwierig sind, wo ich aber das Gefühl habe, mit genug Geduld kommen wir durch. Vielleicht wird es jetzt auch mal ein Level, was wir über zwei Parts spielen. Kann auch sein. Vielleicht mache ich zwischendurch eine Pause. Ah, das ist... Ich weiß noch nicht, wie ich es timen muss. Der muss noch ein Stück höher, sonst kann ich nicht hinterher. Oder schaffe ich es? Kann man es so gut tricksen? Ich glaube nicht. Es geht mit Sicherheit nicht. Nee, da kommt man nicht bis hoch. Schade. Bei weitem nicht. Ist auch klar, das wäre also... Jemand, der so ein durchdachtes Level hier baut, dem würde so ein Fehler nicht unterlaufen. Oh Gott, das wird... Oh, das wird so kritisch.
Ich habe keinen Ansatzpunkt, wann ich los muss. Es reicht nicht. Jedes Mal denke ich, jetzt könnte es passen und es passt halt leider nicht. Also ich krieg da kein Gefühl für. Ich krieg da kein Gefühl für den Abschnitt. Nein! Okay. Na, es wird langsam. Es wird langsam. Wir kommen zumindest jetzt öfter in den ersten Abschnitt rein. Man muss ja auch die kleinen Dinge schätzen wissen. Die Stelle, oh, die Stelle ist also bisher die kritischste Stelle im Level. Zu bald, ich bin zu ungeduldig. Ich bin zu ungeduldig und zu ängstlich, beides gleichzeitig. Gibt's einfach nicht. Wir sind so weit gekommen, ich werde hier nicht aufhören. Okay, so, wenn ich das richtig sehe, muss ich die Pfeile nutzen, um darüber zu kommen, aber ich darf nicht zu hoch. Wenn ich zu hoch gehe, verreck ich. Ich werde jetzt nicht beim ersten Versuch rüberkommen, das weiß ich jetzt schon. Ich werde jetzt nicht beim ersten Versuch rüberkommen. Ich werde wahrscheinlich einfach runterfallen, weil ich nicht rechtzeitig springe, sowieso. Was habe ich gesagt? Oh Gott. Oh Gott, ich mach 3 Kreuz, wenn wir beim nächsten Checkpoint sind. Was auch immer dann noch kommt, aber uff. Big uff für diesen Abschnitt hier. Okay. Ja, genau das meinte ich. Oh. Ich meine, was dann kommt... Wir können kurz mal die Maus. Ich sammle das ein. Ich muss hier vorsichtig runter. Oh Gott, wo vorsichtig runterspringen. Hier muss ich durch mit dem Ding. Und dann da drüben landen. Und dann noch einen Sprung hier durch. Und dann ist der nächste Checkpoint hier. Aber das. Oh, ist das ein kritischer Abschnitt. Gottes Willen. Ach, Scheiße. Halbe Stunde haben wir jetzt schon. Wir kommen durch die Stelle hier nicht vernünftig durch. Okay. Nein! Aber immerhin klappt es da drüben jetzt schon ein bisschen besser.
Muss ich noch ein Gefühl für den Sprung da oben bekommen? Okay. Wie groß ist das Ding? Ja. Ja, das passt, dass ich durch die... Oh, ich muss jetzt hier... Ich habe halt keinen Doppelsprung, ne? Oh! Ich muss ganz knapp vor dem Ding mich porten. Ganz knapp vor dem Ding. Oha, das ist richtig knapp. Oh Gott. Okay. Noch knapper. Yikes. Big Yikes. Aber es wird. Na, es wird. Wir waren jetzt tatsächlich schon bei der Box. Also, wir kommen mit der Zeit durch. Es ist wirklich egal, was wir für einen Abschnitt hier spielen. Man muss die Geduld nehmen und wir kommen mit der Zeit durch. Na, hier, zack. Und jetzt bin ich... Auch wieder hier unten, wollte ich sagen. Das hat nicht hingehauen. Das hat nicht hingehauen. Entschuldigung. Aber das klappt jetzt hier. Es ist erstaunlich. Also, auch das klappt soweit. So. Okay, Einsprung. Ja! Geduld zahlt sich aus, oh mein Gott. Keine Ahnung, was noch alles kommt. Ist mir aber auch egal, wir haben es soweit geschafft. Ich kann immer noch nicht normal springen. Ich muss... Oh! Ich muss den da unten auslösen. Und dann da oben landen. Sonst wird der, werden die Blöcke da nicht freigeschaltet. Oha. Ja, hier nämlich. Ist sonst irgendwas zeitlich jetzt begrenzt? Oder kann ich jetzt einfach hier durch... Wait, ich habe keinen Doppelsprung, ne? Komme ich da mit einem Sprung durch? Da oben? Weil sonst wüsste ich nicht, wie ich hier weiterkomme. Oder muss ich erst an den Stern irgendwie rankommen? Aber an den Stern komme ich nicht ran. Oh, andersrum. Verstanden. Oh Gott. Verstanden. Ich muss hier unten mich reinporten. Ja, so nicht. Hier nämlich. Und jetzt muss ich hier durchkommen. Ja, okay. Ja, nee, nicht okay. Da, oh, wait, hä? Nee, alle, überhaupt nicht okay. Wo muss ich hin? Bin ich da unten richtig? Oder muss ich doch erst da hoch? Aber da hoch kann ich mir halt irgendwie nicht vorstellen, weil... Oh, verstanden. Jetzt habe ich es wirklich verstanden. Wenn der mich hier hochzieht,
dann muss ich mich rüberporten. Um dann da durchzukommen. Das ist ja auch cool. Ups. Genau so. Und dadurch, dass ich den einsammle, den Stern, habe ich da unten wieder den Doppelsprung. Yo. Das ist ja sick. Coole Geschichte. Hä? Warum ist das jetzt passiert? Komme ich nicht mehr runter? Okay, dann nochmal von vorn. Reicht auch nicht? Reicht auch nicht? Ah, jetzt. Das war zu bald. Aber da unten den dann setzen. Da unten den dann setzen. Okay, cool. Easy. Easy. Und jetzt einfach hier hoch. Und dann da oben den Sprung mitnehmen. Okay. Und dann, ja, dann kommt der Sprung. Dann kommt der Sprung. Der ist dann auch nochmal ein bisschen kritisch. Aber wir kommen. Wir kommen, wir kommen, wir kommen voran. Wir haben verstanden, was wir tun müssen. Ah, shit. Ah, shit. Ah, jetzt bin ich halt ungeduldig und will es möglichst schnell durchbekommen. Was ein bisschen doof für mich ist, ist, ich sehe den nächsten Checkpoint noch nicht. Aber ich hoffe, der wird gleich bald kommen. Nein! Ah. Ich hoffe, der wird da drüben bald kommen und ich sehe ihn einfach nur noch nicht. Irgend sowas wird es sein. Der wird bestimmt gleich kommen. Bisher ist diese Checkpoints hier relativ okay. Relativ okay. Ah. Ich glaube, das ist das längste Level, was wir bisher gespielt haben. Nein! Das Ärgerliche ist halt, dass dieser eine Sprung dann da oben zum Schluss sozusagen kommt, der schwierige. Nein! Too soon. Ja, das war dumm. Aber wir kommen ganz gut hin. Wir kommen ganz gut hin. Ich habe halt noch kein Rezept für den Sprung da oben. Der ist noch ein bisschen im kritischen Modus. Na, F. So nicht. Okay. Nein! God dang it! Das sind so knappe Sprünge. Alles hier. Lauter knappe Sprünge. Uff! Auf der Suche nach dem Riegel. Okay, das war jetzt wahrscheinlich kacke, weil ich jetzt den... Ja, der Sprung ist weg. Ich muss es auf Anhieb schaffen. Oh nein! Ich muss es auf Anhieb schaffen. Ich habe keinen zweiten Versuch bei dem Sprung. Oh no.
Okay. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Ja. Das ist halt jetzt. Ah, oh, der Sprung, der Sprung, der Sprung. Dieser kritische durch zwei Stachelsprung. Den hatten wir ja vorhin schon mal. Also, so ist es ja nicht, ne? Aber. Er bleibt halt kritisch. Ach, scheiße, ich muss kurz springen, sonst geht's nicht. Ach. Ach, komm schon. So hoch. Ah, ich hab nicht, ich hab nicht, ich hab. Oh Gott. Ja. LOL, bin ich über den Stern drüber? Also hätte ich dem ausweichen müssen, hätte ich es niemals geschafft. Ich habe den Doppelsprung verhauen. Bin mir nicht mehr sicher, ob ich den Weagle wirklich reachen will. Nein! Aber an sich schon. Alles für den Riegel. Doch, wie. Dass es jetzt manchmal nicht funktioniert, ist auch ärgerlich, weil es am Anfang hat es funktioniert. Auf Anhieb. Und das ist. Oh, das ist ein Problem. Weil da dachte ich, okay, ist ein einfacher Sprung. Stellt sich raus. Kein einfacher Sprung. Sind schon bei 43 Minuten. Ich habe so langsam das Gefühl, ich sollte das aufsplitten. Okay. Da unten! Da kommt direkt der Checkpoint. Haben wir noch irgendwas versauen, bis man beim Checkpoint. Bitte nicht. Oh yes. Oh yes. So, jetzt ist mein Doppelsprung wieder weg. Also muss ich hier. Ach so, ah, da kann man dann drüber laufen. Das ist ja auch interessant. Oha. Oh, ich glaube, ich verstehe, was ich tun muss. Jetzt muss ich hier sozusagen. Ah, das ist einmal nutzbar. Okay. Oh Gott, das wird ja hier. Das wird ja hier noch was. Das wird ja hier noch was gleich hier. Aber da drüben ist der nächste Checkpoint dann erstmal, okay. Also das baut sich so auf, diesen ganzen Abschnitt, den wir hier sehen. Der baut sich so Stück für Stück auf. Oh Gott! Ich habe gehofft, dass es nicht knapp ist. Es ist natürlich knapp.
Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Oh Gott! Ich bin vorsichtig gewesen, aber es war nicht vorsichtig genug und das ist nicht gut. Ja, es ist nicht gut, dass das nicht vorsichtig genug war. Oh Gott, okay. Aber dann da oben noch, oh nein, da oben noch mal so ein Ding. Oh Gott, das sind unfassbar unangenehme Sprünge. Ich splitte das. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.